Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei vorhin 40k Battle Report. Ich bin hier in der Spielebude in Bocholt. Ja, genau. Und es ist ein ganz toller kleiner Laden. Wenn ihr aus Bocholt und Umgebung kommt, auch mal hier hinkommen. Ne? Wie heißt die Straße hier? Wesemannstraße. Wesemannstraße. Ich filme hier mal ein bisschen rund, damit ihr mal seht, hier ganz viel Zeug. Sogar zwei komische Menschen. Und mein Gegner von heute. Hi. Hallo, stell dich mal vor. Hi, ich bin Tobi von der Spielebude. Hoffentlich habt ihr ja schon mal einen unserer Bat-Raps gesehen. Ja. Das wäre super und ich freue mich heute gegen der Koali anzureden. Ja, ich blende euch unten auch jetzt hier mal, versuche ich zumindest hier so, den YouTube-Link zu eurem Kanal einzublenden. Da könnt ihr dann draufklicken und sofort auch diesen Bat-Report bei der Spielebude gucken, weil die machen nämlich auch so einen Full-Battle-Report, nicht so blöd wie ich, immer ein Recap, ne? Blöd. Zwei unterschiedliche Stile. Das heißt, ihr habt auch einen totalen Mehrwert, ne? Ist ja super. Ja, dafür sind deine kürzer. Also, die sind leichter am Stück zu schauen. Ja, und weniger albern. Warte mal ab, der hier könnte anders werden. Oh, nein, alles klar. Liegt aber an dir, ne? Das müssen wir noch kurz verzeihen. Das ist Mobbing. Ich will zwei Kammer, das ist total unfair. Okay, wir spielen 1500 Punkte. Eskalation, habe ich gerade gesagt, ne? Gehört. Ja, genau. Und wir spielen halt hier Chaos-Dämonen, nämlich rein slanisch. Und Orks. Und, wenn ihr gerade eben aufgepasst habt, habt ihr schon die grüne Welle gesehen, aber ich zeige euch das jetzt gleich erstmal, was die Orks mitgebracht haben. Bis gleich. So, 1500 Punkte. Sieht aus wie 2500, ist aber nur 1500 Punkte. Orks unbound. Ja. Was hast du denn hier mit? Ich habe 126 Boys, 10 Nobs, 1 Warboss und Mad Dog Garsnik. Alle zusammen vollgeprofft in einer Einheit. Ja. Das ist die Green Tide Formation aus dem Supplement. Wir haben es gerade schon versucht zu spielen. Finde die Norbs, die sind hier, ne, verteilt. Ja. Alle Norbs haben Power. Wir haben es nicht geschafft übrigens. Ja, wir haben es nicht geschafft. Einer fehlt. Zwei. Ja, nee, ich habe gerade. Die haben jetzt schon Schiss von den Dämonen. Die haben jetzt schon Schiss, genau. Ja. Angeführt von einem Warboss, Standard mit Energiekralle. Mad Dog Garsnik, der gibt der gesamten Einheit Feel No Pain und Furchtlos, was ganz nett ist. Ja. Und ja, ansonsten, ich kann jede Runde nach dem ersten War ausrufen. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich schlägt. Das erste Mal, dass ich sie bringe, die Green Tide. Okay, dann gucke ich mal, was ich mit meinen kleinen Mädels dagegen setzen kann. So, 1500 Punkte Slanisch-Dämonen, Battleforged. Will ich ja jetzt mal betonen, ja, Battleforged gegen Unbound. Ja. Ohne Formation, weil gibt's nicht bei Dämonen. Hier ein Hüter der Geheimnisse. Psyker Level 3 mit Unsichtbarkeit, Psychic Shriek und dem Beschwörungskraft von der Sanctic Lehre. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Portalfokus hat er und er hat Armor Bane und Flash Bane bei seinen Waffen. Was ihm, glaube ich, gegen deine Orks nicht so viel hilft. Aber der hätte eh wahrscheinlich auf 2 plus verwundet. Widerstand 4? Ja, Stärke 6. Ja, dann. Aber gut, was er erwürfelt hat, hat er erwürfelt. Dann hier zwei Herolde des Slanisch. Die haben einmal die Heroldin mit der Peitsche hier. Die hat Psyker Level 2, hat Terrify und Psychic Shriek. DS2 Schwert hat sie und hat Stärke mal 2 bei 6 auf dem Trefferwurf, glaube ich. Der andere Herold hat einen Flamer erwürfelt bei seinen Geschenken und auch das DS2 Schwert. Hat als Psy-Kräfte Unsichtbarkeit und auch die Beschwörungsgrundkraft bei den Dämonen. Dann 6 Reiterinnen des Slanesh mit Standarte und Champion mit DS2-Schwert. 2x12 Dämonetten mit Standarte, Champion und DS2-Schwert. Ein Hellflayer-Streitwagen aus der Sturmsektion. Ein Soulgrinder mit Template-Weapon und mal des Slanesh natürlich. Und ein Dämonenprinz des Slanish mit Psyker Level 3. Der hat Psychic Shriek, Unsichtbarkeit und Iron Arm aus der Biomantie. Außerdem hat er eine 1 gewürfelt bei seinem großen Geschenk und dürfte deswegen auch mal auf der kleinen Geschenktabelle würfeln. Hat dann da auch den Template erwürfelt. Nein, wie praktisch. Außerdem hier das Artefakt, was 3 plus Rettungswürfe verteilen kann. Und zusätzlich noch 4 No Pain 4 plus. Das war's. 1500 Punkte Dämon. Battleforge. Das Schlachtfeld zeigen wir gleich, ne? Wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. Möge der Bessere gewinnen.
So, ich zeige euch kurz noch hier ein Spielfeld. Ist ja nicht viel zu zeigen, das ist auch eine grüne Welle hier. Ja, hier sind noch ein paar Missionsziele versteckt. Hier, hier Nummer 1, was da hinten? Hier hinten ist die 5. Jo. 5, die 3. 6, die 2 und na, nach Adam Riese die 4. Okay, ich habe keinen Nachtkampf erwürfeln können und Ini geklaut habe ich auch nicht, obwohl ich es angesagt habe. Obwohl du es angesagt hast, das stimmt, ja. Ist ganz schön gemein. Gut, dann mögen der Ork sterben. Jetzt. Zug 1 Orks. So, Orks Spielzug 1. Ich fasse es mal kurz. Wisst ihr, also ihr könnt ja selber die Bilder vergleichen, wie sie eben aussahen. Oder ihr guckt einfach bei der Spielebude im Spielbericht nach. Ich kann es eigentlich hier oben auch einblenden. Weil ich glaube, ich lade meinen Battle Report eigentlich mal nach euch hoch und blende das hier oben im Fenster kurz ein. Kurz? Lang. Es war ein unglaublich spannender Zug, es ist nichts passiert. Und, aber du hast dein Missionsziel erfüllt. Ich habe mein Missionsziel erfüllt, genau. Ja. Was musstest du nochmal machen? Missionsziel Nummer 5. Also es war schnapp die Beute, ich habe es gewürfelt und krieg dafür sensationell einen Siegespunkt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das so, wird, das ich gehe nach Hause, ich habe einen Punkt. Steht 1-0. Alles klar, dann schlage ich den Mund und 1. So, die Slanische Dämonen sind fertig in der Runde 1. Es sind ein paar Orks gegangen. Bin auch nicht viele. Ihr seht, hier ist so ein kleines Loch drin. Da sind ein paar Templates reingegangen, ne? Ja, das waren... Wie viele waren es? 4, 8, 12, 13. 13 Orks sind gegangen, ja. Ein Psychic Shriek habe ich noch gemacht. Außerdem hat die Warpstorm-Tabelle auch noch hier den Trupp betroffen. Und da hatten wir jetzt auch direkt mal eine Frage, die wir uns jetzt so auf partout auch nicht beantworten konnten. Dann war noch zu voll, nochmal richtig nachzulesen. Das ist ja bei Raj hier. Die hatte ich ja hier draufgelegt auf den Kerl. Zwei Wunden gemacht. Mhm. Und wird jetzt zuerst der Warboss betroffen? Könnt ihr ja mal in die Comments schreiben. Ob der betroffen wird, weil es bei Raj ist, bis er geht. Wir haben es jetzt so gemacht, dass er seine Kumpels hier gehen, die um ihn rumstanden. Also wir haben für die Verwundung separat gewürfelt. Genau. Ansonsten bin ich dann wieder ein bisschen zurückgelaufen in der Schussphase. Und ja, der fliegt halt da vorne. Und jetzt harre ich der Orks, die da kommen. Orks Turn 2. So, Orks Turn 2. Ja, alles läuft nach vorne mit tatkräftiger Hilfe von mir. Und hier haben so, wie viel Schuss hast du auf den Dämonenprinz abgegeben? 53. 53, 5 Treffer. Ja. 5 Treffer? 3 Wunden, alle, nee, 2 Wunden. 2 Wunden. 2 Wunden, alle abgesaved und dann kann er auch nicht mehr angreifen und so. Ein bisschen, der Vormarsch ist gestoppt, Leute. Naja, wie man es nimmt, ne? Okay, eine Missionsziel hast du erfüllt. Missionsziel Nummer 1 hatte ich gerade. Ja. Und sonst hast du noch Missionsziel 2 holen müssen. Das ist aber allerdings da ganz hinten. Das war ein bisschen unmöglich. Das werfe ich aber auch direkt ab dann. Okay. Langweilig. Alles klar. Ich brauche Nahkampf-Missionsziele. Mhm. Gut, dann ist manch der Mond Turn 2. Okay, Slanisch Dämonen Turn 2. Ich habe hier mit dem Soul Grinder angegriffen. Habe ihm, glaube ich, 3 Orks rausgeschlagen. Ne? 4 Orks rausgeschlagen. Er hat mir im Gegenzug 2 Rumpfpunkte rausgehauen. Der Dämonenprinz hier hinten fliegt immer noch. Hat ein bisschen reingeflamed, ein paar Orks rausgenommen. Die Warpstorm-Tabelle hat schon wieder gegen Slanisch geworbt, aber diesmal ist nichts groß passiert. Ein Ork ist dabei gestorben, glaube ich. Ne? Ja, einer ist gestorben, ja. Ansonsten, ja, viel Bewegung ist hier nicht. Hier das war dein Missionsziel, ne? Missionsziel ja, 6. Missionsziel 6 habe ich hier, weil ich bin mit Objective Secure an dem Missionsziel dran. Er leider nicht, er ist ja unbound. Und das andere Missionsziel wäre das hier hinten gewesen, aber da fliege ich noch, deswegen zähle ich da. Also hast du einen Punkt geholt. Habe ich einen Punkt geholt, ja. Den nehme ich mir auch genüsslich mit. Achso, im... in der Psi-Phase hat auch noch sie hier einen Lebenspunkt verloren wegen den Perils. Letzte Psi-Phase übrigens auch sie auch wegen den Perils. Er läuft bei dir. Läuft bei mir, genau. Aber ich habe jetzt so viele Spiele mit meinen Grey Knights gespielt und noch nie einen Perils gehabt. Jetzt kommt alles auf einmal. Ja, jetzt Karma, ne? Jetzt musst du. Genau. Okay, dann gehen wir in Orks nächsten Spielzug.
Die Orks haben den Soul Grinder natürlich zerstört. Nobs hier. Ein einziger Ork ist noch vom Soul Grinder vorher gestorben. Ansonsten ein trauriges Bild, der kaputte Soul Grinder. Ja, ich finde das traurig. Ihr doch bestimmt auch, ne? Ihr da draußen hinter der. Egal. Was hast du an Missionszielen geschafft? Gar nichts. Ich habe Missionsziel 6, das halten deine Dämonetten gerade. Yeah. 5, das ist hier hinten. In der Nähe, aber ich komme noch nicht ran. Ja. Und einmal gezielte Tötung, Charaktermodell ausschalten. Ich habe aber erster Abschuss, endlich, nach 3 Runden. Ja, war nicht zu vermeiden. Irgendwann muss es so sein. Irgendwann muss es sein, genau. Ja. Gut, dann gucke ich mal, was ich jetzt so machen kann mit den Slash-Dämonen in Tower 3. So, Slanisch-Dämonen haben versucht, ein bisschen was zu retten. Ich habe zuerst erwogen, alles reinzuschmeißen in diese ganze Blase hier. Dann habe ich aber Unsichtbarkeit durchgekriegt auf meinen Chef und auf den Streitwagen. Und dachte mir, es ist vielleicht ganz schlau, nur mit dem Streitwagen anzugreifen, um ihn noch ein bisschen zu binden. War natürlich risky, aber hat so geklappt. Er hat ihn immobilisiert. Ansonsten ist da nicht viel passiert. Ich habe ihm einige Orks rausgehauen mit den Aufprallattacken. Ich glaube 5 oder so, ne? 5 oder 6 sogar? 6, 7 sagst du? Okay, naja. Also bei der Masse macht das auch nicht mehr viel aus. Ich habe hier hinten das Missionsziel 1 gesichert, weil der ist jetzt nicht mehr im Flugmodus. Das heißt, wenigstens ein Missionsziel habe ich geschafft. Haha, mein zweiter Punkt. Sonst eine überwältigende Feuerkraft, das ist natürlich ein super Missionsziel gegen diese Armee. Und psychologische Kriegsführung ist auch super geil, wenn man eine wirklich Fearless-Leute gegen sich hat. Ich schmeiße mal die Feuerkraft ab, weil das ist das, was ich am allerwenigsten erfüllen kann. Ja. Und der Plan ist jetzt, dass er jetzt den Streitwagen kaputt haut, ich ihn danach dann sicher mit allem angreifen kann, weil jetzt war mir das zu unsicher. Hier waren noch 9 und teilweise, ich glaube sogar mehr als 9 Zoll Charge dabei. Das könnte dann in der nächsten Runde besser aussehen. Außerdem hat er eine Runde weniger, um Missionsziele zu erfüllen hier. Gut, dann Orks, Turn 4. Zug 4. Ja, die Orks in der 4. Runde schlagen sich mit dem Streitwagen, schlagen ihn auch kaputt. Wir hatten eine interessante Regelfrage, ob man denn die schlechtere Waffe wählen darf, weil er hat natürlich versucht, hier der Flamer-Template zu entgehen. Und wenn er halt die schlechtere Waffe, also nicht seine Stickbombs zum Beispiel benimmt, dann oder halt nicht seine Powerclaw benimmt, dann hätte er den Streitwagen halt schlechter verwundet, beziehungsweise gar nicht verwunden können. Und hätte so im Nahkampf bleiben können und dem Psy-Kräften und den Flamer-Templates entgehen können. Wir haben es jetzt so gespielt, dass er dass er auch eine Waffe nehmen muss, mit der er verwunden kann. Wenn er denn eine solche hat, könnt ihr mal unten drunter schreiben, ob das so funktioniert. Ebenso hatten wir die Frage, was denn vorrangig ist, das automatische Treffen gegen ein immobilisiertes Fahrzeug oder die Unsichtbarkeit, die auf dem Fahrzeug drauf liegt. Wir haben es jetzt so gespielt, dass die Unsichtbarkeit überwiegt. Macht doch Sinn. Ja, für uns schon. Wenn ihr was anderes wisst, unten drunter schreiben. Aber immer bitte mit Regelbeleg, weil sonst hilft uns das nicht. Okay, dann was hast du geschafft an Missionszielen? Keins, nichts. Hoffentlich. Nee, genau. Ich habe nichts geschafft. Ich habe noch 6, 5. Ja. Also 5 und die 6 dort hinten. Ja. Da bist du mit deinem Dämonett noch dran. Hier bin ich weg. Gezielte Tötung habe ich nicht und zeig's eben, was habe ich auch nicht. Okay. Oder zählt der Charakter, der auf dem Streitwagen war? Da ist kein Charakter drauf. Ja, dann. Dann nein. Okay. Tschüss, bis in Runde Nummer 4 der Dämonen. So, ja, ich bin hier im Nahkampf natürlich angegangen worden. Hier, die Dämonenprinzessin macht keine einzige Wunde. Ich betone, keine einzige Wunde. Der hat nichts mit Upsafen und so. Keine Wunde. Ja. Wird im Gegenzug erschlagen. Ja, der Typ hier hat sich gut aus der Affäre gezogen, hat alles abgesaved. Hat dann Glück gehabt gegen die Massen an Attacken. Und bindet. Es war gut, dass er mit angegriffen hat. Die Dämonenprinzessin alleine hätte es nicht gebracht. Die kriegt schon mal Narrenkappe oder sowas.
Gut, dann mein, was war es jetzt, fünfter Spielzug Orks, dann kommt jetzt mein fünfter Spielzug. Missionsziel hast du keine erreicht, ne? Nee, genau. Das heißt, ich führe sogar gerade, mit Ach und Knapp. Mal sehen. Fünfter Zug Dämonen. Ja, die fünfte Runde für die Slaanesh-Dämonen. Er hat Unsichtbarkeit durchgekriegt. Die Warpsturm-Tabelle hat den Herold in dieser Einheit das Leben gekostet. Der musste mit 3W6 einen Instabilitätstest machen und hat das nicht geschafft. Ich habe auch ohne Wunden diesen Nahkampf hier überlebt. Habe einen Nob rausgehauen, gerade eben so. Hier vorne sind 6 Dämonetten gespawnt. Einer hat sich als Seuchenhüter verkleidet. Hier habe ich per Beschwörung 10 rosa Horrors hinbeschworen ans Missionsziel. Und ja, ich habe diese Runde 5 Missionszielpunkte erreicht. Nämlich ich halte hier zweimal Missionsziel 5, habe mit dieser Einheit den Durchbruch, halte mit dieser Einheit hier Missionsziel 1, halte mit dieser Einheit Missionsziel 2 und das sind 5 Punkte. Mit denen hast du hinterfeindlichen Linien. Habe ich schon gesagt. Auch, nee, durch, achso, hinterfeindlichen Linien, stimmt. Ja, das meinte ich. Genau, gibt es noch zusätzlich, wenn das Spiel zu Ende ist. Und ja, jetzt wird darum gewürfelt, ob es noch einen 6. Spielzug gibt. Die 3. Es geht weiter. So, die 6. Runde der Orks sieht einen toten Hüter der Geheimnisse, der einfach bei den massigen 6en, die gewürfelt wurden, nicht hinterherkommt. Er hat selber auch keinen Nob ausgeschaltet, weil er wahnsinnig über gut daneben geschlagen hat. Der Nob hat nur einen. Stimmt, den müssen wir noch markieren. Ja. Welcher war es denn jetzt? Welcher Nob war denn jetzt der? Hey, komm, schmeiß den Würfel doch einfach in die Mitte rein. Trifft schon irgendeinen Nob. Mit dem Konsolidierungs-Move, den er jetzt endlich machen dürfte, hat er dann auch das Missionsziel hier gehalten. Momentan steht es dann, wie viel? 9-6 für die Dämonen. Genau, und ich habe jetzt noch einen Zug. Bin mal gespannt. Also jetzt läuft hier die Meute Amok und ich habe nichts mehr groß, mit dem ich sie genug aufhalten kann. Es wird spannend. Bleibt dabei in Spielzug Nummer 6 der Slaanesh-Dämonen. Ja, Spielzug Nummer 6 der Slaanesh-Dämonen und langsam verwandelt sich die Slaanesh-Liste in eine Zinsch-Liste. Hier vorne spawnen nochmal 2 rosa Horrors. Hier hinten haben die Horrors per Beschwörung einen Herold des Zinsch der Stufe 3 gecastet, der da hinten gelaufen ist und alle haben sich bewegt von den Orks. Die haben sich nach vorne bewegt, haben allerdings den Herold losgelassen aus ihrer Einheit. Der ist jetzt in dieser Einheit drin. Und sichern aber hier das Missionsziel, weil sie haben Objective Secure und die Orks nicht. Ja, sonst bewegt sich alles von den Orks weg. Und ja, jetzt geht's, gucken wir, ob es weitergeht. Ja, geht's weiter. Wie gesagt, im Flavor of Corn. Mach uns die Würfel fähig. Lass knacken. Eine 4! Ich glaube, das geht noch weiter. Dann geht's noch weiter. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich diese Runde nochmal W3 Missionsziele-Punkte gekriegt habe, weil ich 5 Missionsziele halte. Und dass ich, weil ich dieses Missionsziel halte. Ja, das war nicht, glaube ich. Oh, doch, genau, weil ich das Missionsziel halte und das Missionsziel halte. Und weil ich hier meine Linie sichere, habe ich nochmal meinen Siegespunktzahl auf 14 hochgeschraubt. Ich hoffe nicht, dass das die Orks in einer Runde hinkriegen. Ja, die Orks haben... Ich meine 1 Würfel. Die Orks haben gemoscht. Die Dämonetten sind weg, ohne einen Verlust zu verursachen. Die Horrors sind weg, ohne einen Verlust zu verursachen. War ein Disorder Charge gegen beide Einheiten. Den Herold hier wollte er auch noch angreifen, hat er aber nicht geschafft. Gott sei Dank. 2 Siegespunkte hast du rausgeholt, ne? Ja. Weil ja, du hast eine Psioniker-Einheit vernichtet und du hältst noch irgendwas? Nee, Blutvergießen. Achso, du musstest eine Einheit töten, ne? In Nahkampf, genau. Jetzt hat er aber erst direkt 2 gemacht. Das läuft ja. Ja, da sieht man mal, was passiert wäre, wenn ich ihn nicht die ganze Zeit immer angegriffen hätte. Das tut schon Aua. So, mein 7. Spielzug.
Ja, so, die Islamisch-Dämonen hatten nochmal ganz viele Missionsziele zu halten. Und zwar habe ich hier vorne das Missionsziel, das halte ich. Hier ist eine neu beschworene Einheit Horrors. Die hält das Missionsziel. Hier halte ich Missionsziel 2. Und wo noch irgendwie, irgendwas? Eins war doppelt. Genau, das hier war. Drei war doppelt, ne? Das da war doppelt. Dadurch habe ich 4 Punkte. Linebreaker, 5 Punkte nochmal oben drauf, sind 19 Punkte. Damit gewinne ich das Spiel, obwohl es auch in der letzten Runde nochmal die Warp-Stamm-Tabelle nochmal 3 Einheiten ausgelöscht hat. Aber gut, ja. Krasses Spiel. Auch hier nochmal Handshake. Hast du gut gemacht. Danke, herzlichen Glückwunsch. Gut, ja. Macht ihr auch so ein Recap am Ende nochmal? Ja, wir machen nochmal eine Postgame am Ende. Dann stellen wir auch am besten beide Kameras auf und reden dann zusammen, oder? Das können wir machen. Machen wir es parallel. Gemeinsame Postgame-Show auf 2 Kanälen. Noch nie da gewesen, oder wahrscheinlich schon. Aber eventuell, aber für uns beide ist es eine Premiere. Also egal, ob ihr beim Quali schaut oder auf der Spielebude. Ja, und was soll man dazu sagen? Macht Spaß, gegen den Green Tide zu spielen? Es hält sich in Grenzen, ehrlich. Also, es macht Spaß, gegen dich zu spielen, da muss ich echt mal sagen. Also Leute, fordert die Leute hier raus, das sind echt total nette Fritten. Verrückt, aber nett. Aber das ist ein hartes Stück Arbeit. Ich meine, ich habe jetzt deutlich gewonnen. Nein, das war sehr deutlich, ja. Aber das war echt mit Blut, Schweiß und Tränen der Arbeit. Also normalerweise ist es halt so, dass man. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich bestimmen kann, was gemacht wird. So, weil, was soll ich denn sagen? Du warst mal gewunden im Nahkampf, aber ich musste quasi die ganze Zeit nur überlegen, wie kriege ich diese Rieseneinheit weg. Also nicht mal weg, sondern nur gebunden. Normalerweise. Ja, für wenigstens eine Runde. Du hast halt keine Erfolgserlebnisse. Also die Erfolgserlebnisse reduzieren sich darauf, dass du die Einheit halt eine Runde gebunden an irgendeinem Ort festhältst. Ne? Normalerweise hast du bei 40k immer, hey, ich habe wenigstens mal eine Einheit ausgeschaltet. Ich habe jetzt keinen einzigen Killpoint geholt. Ne? Ja, bestimmt. Und ja, das ist ein bisschen frustig. Aber sonst? Sonst die Green Tide. Wenn man nicht Killpoint spielt, bringt man sie eigentlich auch nicht, wenn man tatsächlich kompetitiv spielt, weil haben wir ja gesehen, man ist einfach zu eingeschränkt. Ne? Läuft es andersrum und ich kann den ersten Charge machen, ja, dann kann man das Spiel ein bisschen besser diktieren, aber. Hat man ja in den letzten Runden gesehen. Aber unterm Strich ist es auch einfach schwer, mit so einem riesen Blob sich zu bewegen. Man hat ja gesehen, von Spielzug zu Spielzug, ja, wurden die Bewegungen ungenauer, bis zum Schluss einfach nur ein Schieben und Schaffeln war. Ja. Interessant, vielleicht mal so für die Kommentare, für alle Ork-Spieler, ob beim Koali oder bei uns. Es gibt ja noch die Ork Warband, also 6 Truppen Boys, ein Warboss, ein Mech, eine Einheit Dretchen. Die hat nämlich auch die Sonderregel, dass du jede Runde ab dem zweiten ein War ausrufen kannst. Mhm. Hast zwar keinen großen Block, aber dafür hast du halt viel mehr Optionen. Ja, ah, und eine Einheit. Gar nichts jetzt, oder? Von dem War ausrufen hattest du jetzt quasi. Ja, einmal am Ende, ja. Einmal am Ende. Von dem Bonus nichts. Einmal darfst du. Ja, nee, da hatten wir jetzt nichts von. Beim Warband Detachment habe ich gefordert, ich kann halt auch Transportpanzer nehmen. Eine Einheit Meganops ist noch dabei. Ich habe mal geguckt, hätte ich auch so gerade in 1500 Punkte reingekriegt. Aber ich wollte die Green Tide einmal spielen, jetzt war es dann auch gut. Man muss jetzt auch noch dazu sagen, ne? Also wenn du jetzt gegen eine Armee gespielt hättest, die jetzt nicht neue Truppen beschwören kann, auch mal, ne, irgendwo hin mit so massig Psi und die auf jeden Fall nicht dreimal Unsichtbarkeit erwürfelt, ja? Ich sag nur Imperial, ich sag Astra Militarum. Ja. Also, die hätten Schwierigkeiten bekommen. Ja, also dann, die Unsichtbarkeit ist ein Imba-Spruch, aber ich glaube, der hat mir hier den Hintern gerettet. Ohne die Unsichtbarkeit, da hat man die eine Runde gesehen, wo ich die nicht hatte, da war es dann böse. Da geht's dann schneller, ne? Da geht's wesentlich schneller, ja. Und man sieht mal wieder, Unsichtbarkeit ist eine richtig nice Psi-Fähigkeit. 2 Warp-Charges, ne? Und das macht mal den Unterschied. Ja, und ich habe Spaß gehen, ich konnte einmal Deny the Witch. Das war da, wo es richtig war auch. Und meine Würfel waren halt auch unterirdisch. Teils, ja. Ja, ich habe dafür recht gut gewürfelt im Durchschnitt, möchte ich jetzt mal einfach so behaupten. 2-mal Deny the Witch bei Unsichtbarkeit, ja. Also, Stefan, du hast gesehen, ich habe zwar nicht gewonnen, ne, aber mit 2 der Einheiten, man kann Orks kompetitiv spielen. Jetzt nicht zwingend mit einer Green Tide, aber mit einer Ork Warband. Stefan? Seriously? Ja.
Ich meine, wenn du jetzt mit einer Dämonen-Turnierarmee auch da dagegen gehabt hättest, wäre es wahrscheinlich auch nochmal was anderes, weil das wäre, glaube ich, keine richtig kompetitive Dämonenliste. Also da spielt keiner sowas. Aber. Oh, war schön fluffy. Also mal Slanisch-Theme, ja, das sieht man echt selten. Wenig Slanisch über am Ende. Ja gut, aber das sieht man echt selten, weil halt wenige Slanisch spielen. Ja. Also ist bei Fantasy auch nicht anders. Ja. Deswegen, also ich fand's super, dass du hergekommen bist. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Stunde Fahrt hat sich gelohnt. Die Special Effects danken wir heute dem Eisbären, der jetzt gerade auch die Kamera bedient. Und der Großteil der Orks, freundliche Leihgabe von Stefan. Stefan, wir erwarten dich auch zufällig hier. Eisbär, dich auch. Ich weiß, ja. Bemalen. Ja. Das sagst du auch nochmal. Bemalen. Also bemalte Truppen machen das, also gewinnen. Ja. Und sie sehen schöner aus. Okay. Das waren der Koali und der Tobi von der Spielebude und wir sagen, mach's gut. Tschüss.